Glasklares Wasser, Ruhe, den Alltag vergessen, aber auch Wassersport und Badespaß, das verspricht der Geißeltalsee. Entstanden aus dem Restloch des Braunkohletagebaus Mücheln im südlichen Sachsen-Anhalt, ist er mit 18,4 Quadratkilometern der größte künstliche See Deutschlands. Doch das beliebte Naherholungsgebiet ist durch seine Vergangenheit und Entwicklung nicht nur für Menschen interessant. Viele Tier- und Pflanzenarten, darunter auch seltene und gefährdete, finden hier gute Lebensbedingungen. Das verdanken sie dem Naturschutzgebiet Bergbaufolgelandschaft Geißeltal, das sich aus den drei ehemaligen Halden des Tagebaus Mücheln zusammensetzt. Das ca. 1156 Hektar große Gebiet besteht aus den Halbinseln und Inseln auf dem See, Innenkippenbereich genannt, der Halde Blösien am nordöstlichen Teil des Sees und der Halde Klobikau im Norden. In diesem Bereich wird sich die Natur so weit wie möglich selbst überlassen. Durch diese Ungestörtheit entstanden Lebensräume für viele Insekten, darunter 120 Bienen und zahlreiche Libellenarten, sowie für 13 Orchideenarten. Über 100 Vogelarten brüten hier. Der bekannteste unter ihnen ist der bedrohte Bienenfresser. Unser Maskottchen oder unser Ziehvogel ist eben der Bienenfresser. Und ein sehr farbenprächtiger Vogel, der eigentlich ursprünglich nicht hier zu uns gehört in unserer Landschaft, der aber 1995 erstmalig mit zwei Brutpaaren hier am Geißeltalsee hat der erstmalig gebrütet. Das Naturschutzgebiet, hier besonders der Inselkomplex, ist zudem ein überregional bedeutsamer Ort. Denn zu den über 100 brütenden Vogelarten kommen noch um die 150 Zugvogelarten, die nur am See rasten oder überwintern. Einen besonderen Beitrag zur Landschaftspflege und Erhaltung der Artenvielfalt leistet die an der Südböschung der Halde Klobikau wirtschaftende Winzerfamilie Reifert, die mit ihren Rindern auf einer Fläche von 50 Hektar der Verbuschung entgegenwirkt und so weitere Lebensräume schafft und erhält. Und das war das erste Mal, wo wir uns dann mit Naturschutz mehr oder weniger sehr nahe gekommen sind. Die wollten die Flächen gepflegt haben, die wollten die Flächen beruhigt haben. Wir haben ein Refugium geschafft für die Bodenbrüder und das funktioniert. Die 23 Tiere können sich ganzjährig frei auf der Fläche bewegen und legen dabei täglich bis zu 6 Kilometer zurück. Dadurch halten sie nicht nur ihren Weidegrundbusch frei, sondern stabilisieren gleichzeitig den hier humusarmen Boden, der besonders anfällig für Erosionsrinnen ist. Die hier betriebene sogenannte extensive Beweidung erhält die offene Graslandschaft und sorgt so für eine artenreiche Fauna von wirbellosen Lebewesen, besonders von Großinsekten. Die Insekten wiederum dienen als Nahrungsgrundlage für Vogelarten des Offenlandes. Auch der Wiedehopf wurde schon gesichtet. Extra angebrachte Nistkästen lassen hoffen, dass auch er in den nächsten Jahren ein Brutvogel am Geißeltalsee wird. Aber nicht nur Insekten und Vögel finden auf der beweideten Fläche optimale Bedingungen. Ein etwa 20 cm hoch geflutetes Feuchtbiotop, das den Rindern als Wasserquelle dient, ist das Zuhause von Wechsel- und Knoblauchkröten. Sie sind in Kleingewässern mit starker Sonneneinstrahlung zu finden, da hier die besten Lebens- und Fortpflanzungsbedingungen existieren. Auch hier sind es wieder die Rinder, die dafür sorgen, dass Uferpflanzen zurückgedrängt werden und so die Sonneneinwirkung nicht behindert wird. Dadurch bleibt ein weiterer wichtiger Lebensraum für Amphibien, aber auch für Libellen und andere Wasserinsekten erhalten. Glasklares Wasser, Ruhe, den Alltag vergessen, dazu Badespaß und Wassersport, aber auch Naturschutz und Artenvielfalt, das ist der Geißeltalsee. Entstanden aus dem Restloch des Braunkohletagebaus Mücheln, ist der Geißeltalsee heute nicht nur ein beliebter Ort für den Menschen, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt ein wichtiger Lebensraum. Denn der Naturschutz sorgt dafür, dass der Geißeltalsee auch in Zukunft ein Ort der Vielfalt sein wird.